Hey YouTube, hier ist Danny Marco von Danny Marco Entertainment und ich mache es mal wie alle anderen. Bevor das Intro kommt, erzähle ich mal einen Witz, damit das Video interessanter ist. Also, mal überlegen. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Okay, der war schlecht. Intro. Danke an mich selber für diese tolle Einleitung in den Vlog Nummer 31. Oh Mann, sowas machen wir nie wieder. Sowas lassen wir weg vom Anfang. Das ist doof. Ja, Neuigkeiten beim Vlog Nummer 31. Das Logo, das vorher hier war, ist jetzt in kleinerer Form nach hier gewandert. Nach hier oben. Da hier. Hier. Neuigkeit, wenn man dann draufklickt, kommt man auf meinen Kanal. Danke an YouTube, dadurch habe ich weniger Arbeit, wenn man das Logo schon vorher einblenden kann. Oder ins Video einblenden kann. So, ja, was habe ich für den Vlog Nummer 31 geplant? Also, ich wollte jetzt erstmal wieder ein Video machen, auf jeden Fall. Und ja, weil ich, glaube ich, in letzter Zeit irgendwie eher wenig Videos mache. Vorher waren es mehr. Und deswegen wollte ich jetzt mal unbedingt wieder eins machen. Und ja. Erstes Thema, die Review zu den ganzen Zubehörsachen, die ich mir für mein iPhone gekauft habe, wird die laufende Woche noch kommen. Die werde ich dann hochladen, damit jetzt endlich mal die Review kommt davon. Ich habe die Sachen ja schon eine ganze Weile, also das Unboxing, das habe ich ein bisschen später hochgeladen. Ich habe die Sachen jetzt schon, kurz nachdem ich mein iPhone mir geholt habe, habe ich die Sachen jetzt schon in Benutzung. Und ja, dann wird es mal langsam Zeit, die Review zu machen. Ja, was haben wir noch? Neuigkeiten. Ja, es wird noch ein Unboxing geben. Oh ja, es gibt noch ein Unboxing. Das habe ich mir auch noch gekauft. Hier, dieses Teil hier. Da, für mein iPhone hier. Also nicht, das ist nicht mein iPhone, aber dafür das iPhone mit Kamera. Nicht mit Kamera, mit Fernbedienung. Das werden wir noch unboxen. Wenn es nicht kaputt ist. Ja, werden wir das noch unboxen. Und dann, gestern bin ich mal so drauf gekommen, ich habe das auch schon in Twitter gepostet und habe mir gedacht so, ich brauche keine zigtausend Abonnenten oder so. Ich würde das einfach mal nur richtig cool finden, richtig, sagen wir mal, richtig episch würde ich das finden. Ich würde mich sowas von freuen, wenn man mich auf der Straße einfach mal erkennen würde. So auf die Art so, ey, bist du nicht Danny Marco von Danny Marco Entertainment? Ey, das wäre so geil. Das wäre so geil. Ich würde mich sowas von freuen. Ich glaube, ich würde denjenigen voll um den Hals springen, weil ich mich freuen würde, dass mich jemand erkannt hat. Ja, dann bin ich gestern drauf gekommen. Also es ist nicht wichtig, dass man zigtausend Abonnenten hat oder zigtausend Videoaufrufe oder Daumen hoch oder so. Es wäre einfach nur geil, wenn man mal einfach einmal erkannt werden würde. Einmal erkannt werden würde auf der Straße. Auf der Straße. Einmal nur kurz erkannt werden. Ja. Aber nicht so viel, dass man keine Ruhe mehr hat. Aber einmal so erkannt werden auf der Straße. Das wäre so toll, ne? Das wäre so toll. Ja, habe ich mir gestern überlegt, oder ist mir gestern so in den Sinn gekommen, so, das wäre so geil. Und ja, einfach nur Hammer, toll wäre das, echt, das wäre, vielleicht erlebe ich es irgendwann mal, dass man mich quasi auf der Straße so erkennt und ich dann, ja, vielleicht mal doch mal hier meine Unterschrift draufsetzen kann. Ah. Ja. Ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Nein. Also, was habe ich jetzt gesagt? Ich habe die Review habe ich angekündigt. Ich habe das Unboxing von diesem Teil angekündigt. Wenn es nicht kaputt ist. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass es nicht kaputt ist. Dadurch, dass es mir jetzt gerade runtergefallen ist. Rein zufällig. Und dann, also das Unboxing wird es davon geben. Und ja, dann habe ich gerade eben gesagt, was ich richtig toll finden würde. Also falls ihr mich irgendwann mal, ich bin ja nicht nur in der Karlsruher Gegend unterwegs, ich bin ja auch mal woanders unterwegs. Falls ihr mich irgendwann mal, falls ihr mich abonniert habt und mich irgendwann mal und meine Videos anguckt und mich irgendwann mal und mir Daumen hoch gegeben habt. Und Alter, was ist jetzt mit mir los? Abonnieren? Daumen hoch? Videos? Hä? Scheiße.
Nein. Das machen wir alles ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Falls ihr mich erkennt irgendwo und mich von YouTube kennt, fände ich super cool, wenn ihr mich dann irgendwie mal anquatschen würdet oder so. Ist bei 64 Abonnenten ja sehr wahrscheinlich, dass mich irgendjemand mal erkennt und sieht irgendwie und anspricht. Aber naja, egal. Wär sowas von geil, also wär so Hammer. Und so, ja, vielleicht durch Zufall mal bin ich mal in einer Stadt, wo mich jemand abonniert hat oder so, oder jemand meine Videos gesehen hat. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt Video Nummer 87, glaube ich, wenn ich jetzt nochmal schaue, live schaue ich, ja, das ist jetzt Video Nummer 88, was wir jetzt hier haben. So langsam aber sicher müsste ich mir mal was überlegen für mein 100. Video. Aber ich würde es nicht drauf ansprechen, wenn ich schon ein bisschen, nicht schon ein bisschen was überlegt hätte. Ich kann so viel sagen. Spätestens im 100. Video wird der Herr sowas von egal nochmal einen Auftritt haben. Vielleicht auch vorher schon, mal schauen. Vielleicht kriege ich ihn überredet, dass er vorher schon mal auftaucht nochmal. Aber spätestens da hat er mir zugesagt, würde er dann dabei sein. Und ich weiß noch nicht, was er vorhat zu machen oder was er vorhat allgemein in dem Video zu machen. Aber er wird beim 100. Video spätestens wieder mal dabei sein. Und ja, das auf jeden Fall. Und ist ja bald soweit, also 12 Videos noch. Jetzt muss ich mir langsam mal überlegen. Ich muss dann auch langsam schon ein bisschen was abdrehen. Das ist ein bisschen was Größeres, was ich mir da überlegt habe. Ja, sollte ich langsam mal anfangen, die Sache zu machen. Ja, egal. Auf jeden Fall wird es ein 100-Video-Special geben, natürlich. Wenn ich schon 100 Videos mache, dann muss ich auch ein Special machen. Genauso wie ich bei 100 Abonnenten ein Special machen muss. Aber da ist es, denke ich mal, noch ein bisschen Zeit hin. Und ja, ich will jetzt auch nicht so lange jetzt wieder rumquatschen, so minutenlang, stundenlang. Deswegen, was ich noch wieder vorhabe in nächster Zeit, ist wieder ein Hangout zu machen über Google Plus und YouTube. Mal schauen, wann wir das machen. Vielleicht Ende der Woche, Freitag oder so. Freitag, Samstag, keine Ahnung. Irgendwie am Wochenende auf jeden Fall. Machen wir mal ein Hangout. Am Wochenende wäre eigentlich besser, ne? Samstag oder so. Ja, ich überlege mir dann noch was und dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Und ich werde dann nochmal vorher ein Video machen. Auf jeden Fall wird es am Wochenende oder Richtung Ende der Woche auf jeden Fall mal wieder ein Hangout geben mit mir, wo ihr auch, wenn ihr in Google Plus seid, live dabei sein könnt und mitquatschen könnt. Und ja, und bevor wir wieder stundenlang quatschen hier, beende ich jetzt mal lieber das Video. Also das war der Vlog Nummer 31. Langsam. Nicht zu schnell reden. Das war der Vlog Nummer 31 von Danny Marco hier bei Danny Marco Entertainment. Danke, dass ihr so lange fast 8 Minuten zugeschaut habt oder 8 Minuten zugeschaut habt oder noch mehr mit dem Intro vorher. Das war's von mir. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und denkt dran, I love to entertain you. Das war's von mir. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Tschüss.